Italien verschärft die Regeln für den Zugang zu den Schulen. Eltern oder andere Personen, die Kinder begleiten, dürfen die Schulen nur dann betreten, wenn sie einen grünen Pass vorweisen. Der grüne Pass muss auch von externen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen vorgewiesen werden, die in der Schule arbeiten, wie Reinigungskräfte. Laut dem neuen Dekret müssen nicht mehr nur Lehrpersonen und Verwaltungspersonal geimpft, genesen oder alle 48 Stunden getestet sein, sondern auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den Mensen und Handwerker, die in den Schulen oder Kindergärten Arbeiten durchführen. Wer ohne grünen Pass erwischt wird, dem droht eine Geldstrafe zwischen 400 und 1.000 Euro. Nach tagelangen Tauziehen zwischen den Regierungsparteien um die Neuregelungen des grünen Passes hat der Ministerrat per Dekret auch verfügt, dass alle Bediensteten, die in einem Altersheim arbeiten, gegen Corona geimpft sein müssen. Andernfalls droht, wie es schon beim Gesundheitspersonal, die Suspendierung vom Dienst. Gegen den grünen Pass wächst der Widerstand. Die Vereinigung der italienischen Schuldirektoren beklagen enorme Probleme bei den Kontrollen der Eltern, die ihre Kinder in die Schulen begleiten. Die Gefahr sei, dass es zu Ansammlungen vor dem Eingang der Schulen komme. 600 Universitätsprofessoren unterzeichnen einen Appell gegen den grünen Pass in den Schulen und Universitäten. Sie beklagen diskriminierende Aspekte im Zusammenhang mit dem Gesundheitspass, die mit der epidemiologischen Lage in Italien nicht gerechtfertigt seien. Universitäten seien Orte der Integration. Sie regten eine ernsthafte und tiefgreifende Debatte über die Gefahren einer solchen Maßnahme an.